einfach wieder coole linke Politik machst und mit mir darüber diskutierst, wie geil das wäre, wenn die Unternehmen demokratisch wären. Ich sage dir was. Ich bin Künstler. Das hier ist ein Kunstprojekt. Wenn es mir geht es um das, was ich mache künstlerisch. Wenn es mir um Geld gehen würde, hätte ich nicht die Hälfte meiner Zuschauer einfach so verloren vor 8 Monaten, 9 Monaten. Ja? Hätte ich nicht einfach meine Meinung klar und direkt rausgesagt und einfach in Kauf genommen, dass die Hälfte der Leute, übrigens alle deine Zuschauer praktisch jetzt, waren mal meine Zuschauer, Sicher. dass sie einfach weggegangen sind. Das ist, was passiert, wenn man Cojones hat und sich einfach traut, seine Meinung ehrlich zu sagen, wie man sie denkt und dahinter steht, was man für To bring richtig hält. Und democracy wo es to nicht be darum democratic. geht, Rauszusagen ist einfach und wo falsch. es nicht darum geht, einfach nur wegen Damit hilfst Kohle du mir. irgendwas zu reden. Du schätzt mich falsch ein, Dara. Nee, Ich nee, es geht nicht sage, um darum, dass du deine Existenz sichern musst. Das ist ich total, scheiß, Dara. wie das System funktioniert. Ja klar, ich Weißt du noch? weiß, ich weiß. So, es Aber geht schau nicht mal, darum, dass ich dir vorwerfe, das dass weiß du das ich, für das weiß den ich. Reichtum machst oder so, Das weiß ich. sondern ich sage dir nur, in welchen Bedingungen du gerade bist. Ich sag nicht, dass das nicht gerade deine Meinung ist, sondern würdest du erkennen, dass diese Meinung dich in eine ziemlich dunkle Ecke mit der Zeit führen wird? Dann deine Meinung dann ändern würdest, dann hättest du trotzdem ein finanzielles Problem, weil im Kapitalismus haben wir nun mal das Problem, dass auch Meinungen einen Wert haben. Weiß ich Und nicht. deshalb muss man schauen, welche Meinung man hat, damit man weiterkommt. So ist es leider. Und es ist sehr schwer, eine linke Meinung zu haben. Du wirst in der Regel immer vom System dafür bestraft. Schönerweise Die gibt es einzigen inzwischen Leute, drei Möglichkeiten, die einzigen Leute, das umgehen kann. die einzigen Leute, die mich für meine Meinung angreifen, sind irgendwelche paar Leute, die irgendwie Sachen aus dem Kontext reißen und glauben einfach, dass sie allen zeigen müssen, dass ich was bin, was ich nicht bin. Das sind die Mal gerade einzigen. extrem schlimm. So. Aber danke dir für das Gespräch. Selbstverständlich. Finde ich gut. Und Schauen wir, gilt auch. ob wir irgendwann wieder miteinander reden können. Vielleicht Ja, darüber, wie der auch schöne Kapitalismus und Wokismus zusammenhängen. Grüße an Ihren Sohn und auch an Archie und die ganze Du, Gang. Und vielleicht können wir irgendwann darüber reden, wie Wokismus und Kapitalismus zusammenhängen. Das würde mich interessieren. das kann ich auch in meinem Stream so erklären, Nein, weil ich ich würde das gerne mit dir reden, weil ich glaube, Schauen wir mal, Erwin. Nee, ich sag dir eins. Also, wenn nicht der nächste Satz. Ich Dann sag würde nur, er das würde da mich bestimmt onzipieren. sofort Verschwörungstheorie schreien, wenn man über das Thema mit ihm reden würde. Quasi Da sofort. müssen wir unbedingt mal was zusammen, müssen wir unbedingt mal was drüber machen. Haben wir ja schon ein bisschen was zu gemacht. Ich mach's ja auf meinem Aber haben wir ja Zweitkanal eigentlich die ganze schon. Zeit. Da brauche ich ja jetzt kein langes. Die Ja. Grenzgänger-Studios wollten dazu mal eine Recherche rausbringen. Also da bin ich auch Echt? gespannt drauf. Ja, das ist ein guter Kanal, der hintergründige Videos macht. Also es gibt ja solche auf der linken Seite. Und ich finde es auch gut, dass Sie mit Proletopia geredet haben. Wir müssen diese Ja. Reaktionsstreamer, Leute, die sich mit so Gossip beschäftigen, mit Leuten zusammenbringen, die ein bisschen tiefgründigere Inhalte machen. Aber tatsächlich, sage ich das jetzt oder ach egal, Was denn? heb mir Was das denn? auf. Morph hat mal gesagt, beziehungsweise generell, es gibt da so einen Spruch, kluge Menschen beschäftigen sich mit Ideen und dumme Menschen sich mit anderen Menschen. Ja. Und da musste ich jetzt drüber nachdenken, weil wir uns doch sehr mit anderen Menschen eher beschäftigen als Ja, das ist ein mit Ideen. Reaktionsstream. Also ich habe immer gesagt, dass das dumme Ich Formate sind weiß. und man sich das nicht ansehen sollte. Aber die Menschen schauen es halt. Also. Ja, das ist halt das Ding, ne? Du erreichst halt so die Leute am ehesten mit solchen Sachen. Mit so Reaktionen. Der irgendwann von dir an mich ist, ey, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche Hilfe. Dann müssen wir nicht mehr miteinander reden. Alles klar, Mann. Passt. Ja, Das da heißt, bin ich das ist das für. nächste Mal, wenn wir Formate. miteinander. Ich hätte gerade wirklich gesagt, wenn dein nächstes Angebot nicht ist, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche Hilfe, da brauchen wir nicht mehr miteinander reden.
Bitte nochmal, Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich spule nochmal zurück. Wie gesagt, wir hatten gerade mitten im Satz unterbrochen. Ich habe einen Fehler gemacht. Schauen wir mal, Erwin. Nee, ich sag dir eins. Also wenn nicht der nächste Satz, der irgendwann von dir an mich ist, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche Hilfe, dann müssen wir nicht mehr miteinander reden. Alles klar, Mann. Passt. Er hat das exakt so gesagt. Wenn nicht der nächste Satz ich habe einen Fehler gemacht, dann brauchen wir nicht mehr miteinander reden. Also quasi bekenne dich oder wir canceln dich. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir miteinander reden, ist einfach, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Und jetzt geht der einfach raus. Das war der Job. War das geil. War das geil. Das war so fucking geil. Hey, yo, es ist doch, weißt du, ist nicht alles, was ich euch erzählt habe, ist es nicht true? Ist es nicht einfach fucking true? Alles, was ich gesagt habe? Ist es nicht schlimmer, actually, als wie ich die Leute eingeordnet habe? Ist es nicht schlimmer als das, was ich eigentlich früher immer gesagt habe, wie diese Leute drauf sind? Crazy. Und sie können das nicht sehen. Sie glauben, sie sind im Recht. Sie glauben, dass das normal und gut ist, wie sie sich verhalten. Sie glauben, dass das ein normales Verhalten ist. Sie glauben, dass das eigentlich in Wirklichkeit based ist, dass ihre Position und was sie denken eigentlich based ist. Das ist crazy. Das ist crazy. Er bittet gerade um Verzeihung vor seiner Bubble. Wirklich? Jetzt im Ernst? For real? Das stimmt. Dara musste sich dann vor seinem eigenen Chat für dieses Gespräch hier rechtfertigen. Das war so witzig damals. Ja, stimmt. Das war also krass. Dann haben Teile seines Chats sogar versucht, ihn zu cancelen. Das war Alerta und Co. Das war ja bei wem, wo er mit Imp geredet hat, war das ja danach auch, ne? Mit Imp und mit KuchenTV, da musste sich ja auch rechtfertigen danach. Ja, ja. Das ist so witzig. Ja, warum gibt man einem reaktionären YouTuber überhaupt Reichweite? Ich meine, die Begründung dafür, dass KuchenTV reaktionär war, die beste, die ich gehört hatte. Ja, er macht Reaktionsvideos. Oder mit Skurrus, stimmt, mit Skurrus hat er ja auch geredet, ne? Da gab es ja dann auch Ärger. Der wurde auch von Alerta und Co. angefeindet, ja. Ja. Die scheinen jetzt ein bisschen die Taktik gewechselt zu haben, dass sie offener sind für Gespräche, weil sie eben sehen, dass sie selbst auf Twitch keine Reichweite haben, dass dieses Gespräche verweigern nicht so gut ankommt. Es ist beängstigend, es ist fucking beängstigend. Das war von oben herab, das war ad hominem, das war böse, böse Unterstellungen, so, du verbreitest antisemitische ganze Chat-Nazi und crazy einfach so, kannst du dir nicht vorstellen. Unglaublich, wie diese Menschen nicht sehen wollen, einfach Leute sehen wollen als das, was Leute sind, sondern ihnen unbedingt etwas einhämmern wollen, was sie sind. Unglaublich. So viel zum Thema, wer abhängig von seiner Community ist. Wirklich. Unglaublich. Unglaublich. Das ist einfach... glaubst du nicht, ey. Glaubst du nicht. Und deswegen wollte ich reden. Genau deswegen wollte ich reden. Weil in letzter Zeit habe ich nicht mit Lilis geredet. Ich habe nur über sie geredet. Es ist besser, mit ihnen zu reden, weil ich glaube, nichts, was ich auf diesem Planeten sage, kann sie besser darstellen, wie sie denken und wie sie drauf sind und wie sie gegenüber Menschen sind, als wenn sie einfach selber reden. Weißt du? Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ja. It's crazy. Ja. Und jetzt... Das einzige Argument, was Dara hatte, also das einzige Argument, also nicht mal sein Bestes, sondern das einzige. Alles Verschwörungstheoretiker, rechtsextreme Nazis, also die Erklärung für alles sowieso Verschwörungstheorien, darauf basiert angeblich jede Ideologie. Und das ist ganz böse, das müssen wir bekämpfen. Mehr Argumente haben diese Leute nicht. Erst recht Dara, bei dem sieht man das sehr gut. Mhm. Also wir hatten ja über den Friedensprozess in der Ukraine geredet, dass die da kurz vor dem Verhandlungsfrieden waren und der Westen das verhindert hat.
kein einziges Argument, dass das falsch war. Er nur, ja, das hat ein Journalist in einer Zeitung geschrieben, ja, ändert doch nichts daran, dass das mittlerweile von offiziellen Quellen bestätigt wurde. Also, ja. Was soll man dazu noch sagen? Jetzt muss ich pissen gehen. Und dann bedanke ich. Oh, ja, dann ist der Talk hier jetzt zu Ende. Das ist sehr erhellend gewesen. Also, Stella, fass noch mal kurz zusammen. Was haben wir heute über die Walker-Ideologie gelernt? Ja, ist auf jeden Fall interessant im Nachhinein noch mal das Gespräch. Also, da waren ja wirklich ein paar sehr ikonische Szenen. Naja, man möchte halt den Diskursraum offensichtlich einschränken, beziehungsweise man möchte entscheiden, wer was sagt und wer nicht. Und ja, also sie arbeiten sehr viel mit Framing, ne? Dein Chat sind Nazis und Nazi-Anhang oder was sagen, er da gesagt hat. Ja. Ja, man möchte sich, denke ich mal, den Diskursraum einschränken und ja, bist du nicht für mich, bist du mein Feind, also ist eigentlich nichts Neues. Wie gesagt, das habe ich ja schon relativ früh erkannt bei denen. Ja, was soll ich noch sagen dazu? Ich glaube, du hast es ziemlich gut zusammengefasst, was ich am Anfang schon erklärt habe. Sie haben ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne. Einerseits unterteilen sie die Gesellschaft in Täter- und Opfergruppen. Und diese Opfergruppen, die kann man beliebig zusammenwürfeln oder immer wieder neue schaffen, wie man es gerade braucht. Und zum Zweiten unterteilen sie die Welt in Gut und Böse. Alle, die ihrer Ideologie folgen, die ihrer Ideologie nützlich sind, das kann das Großkapital sein, das kann der amerikanische Imperialismus sein, die sind auf ihrer Seite, die gilt es zu schützen, die gilt es zu verteidigen, egal welche Verbrechen sie begehen. Und alle, die ihrer Ideologie nicht Lob huldigen, das sind ihre Feinde, die vernichtet werden müssen. Oder zumindest aus dem Diskurs ausgeschlossen werden müssen. Also sonst würde man sie nicht als Nazis oder sonst was beleidigen. Da hast du völlig recht. Das ist eine komplett zutreffende Analyse, würde ich sagen. Und der Wokismus beschwindet sich auf Twitch und YouTube in der Defensive. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall als ja, Altlinke, Linkskonservative, nenn es wie du willst, unterstützen müssen. Dann nochmal der Hinweis zum Schluss auf unsere beiden Kanäle. Sella hat einen eigenen Kanal, lädt da manchmal Talks hoch, weiß nicht, ob die Reaktionen hier da auch online kommen. Muss er selbst wissen. Und ich sehe gerade. Ja, mal schauen. Lisa Fitz war bei Preradovic zu Gast. Das na, ist, glaube ich, für eine Reaktion ein bisschen blöd, aber. Ach sie, ja. Preradovic, den Kanal kann ich auch empfehlen. Das ist ein Interviewkanal. Jede Woche ein neues Interview rauskommt, schaut da auch gerne mal vorbei. Verdammt, warum ist denn jetzt mein Name hier nicht, nicht abgespeichert? Also das ist mein Erstkanal hier. Verdammt. Schaut auch da gerne mal vorbei. Ich finde es übrigens witzig, dein Zweitkanal hat mehr Abonnenten als der Erstkanal, glaube ich. Ja, deswegen, ne? Das versuche ich ja gerade zu ändern, dadurch, dass ich da die Leute mal hinschicken will. Aber die höre nicht. Du siehst, Gossip läuft besser als längere Videos. Das ist schlimm. Das ist als, schlimm. Ja. Das ist wirklich nicht gut. Achso, dann, wie gesagt, einen weiteren Kanal, den ich euch empfehlen kann, das ist der vom lieben Marlon. Auch den schaffen wir es dieses Jahr bestimmt noch auf über 1000 Abonnenten zu bringen. Bestimmt, der wächst gerade auch. Dann habe ich noch so einen anderen Kanal gefunden, der heißt Linkstube. Schaut auch da gerne mal vorbei. Ja, der hier ist das. Gerade 89 Abonnenten. Da schaffen wir heute bestimmt noch die 100. Schaut auch da gerne mal vorbei. Die haben immer so kurze linke Clips. Bündnis Arawak, nicht warum beispielsweise. Also, ja,